Beeindruckende Berglandschaften. Malerische Wasserfälle. Flüsse und sattes Grün. 30 Grad, Sonne. Eine wunderschöne Gegend mitten in Peru. Das Brain. Das Freien ist ruhig. Es gibt wunderschöne Orte und nette Leute. Carina vom Tourismus Quimbiri zeigt uns ein paar der vielen schönen Ecken im Brain. Der Name steht für das Tal der Flüsse Apurimac, Ene und Mantaro. Es liegt rund 700 Kilometer von der peruanischen Hauptstadt Lima entfernt. Kaum ein Reisender verirrt sich hierher. Auch wenn die Promo-Videos vom Tourismus Quimbiri, einer kleinen Stadt im Herzen des Brains, ein paradiesisches Bild zeichnen. Fröhliche indigene Communities, Abenteuerurlaub und malerische Plazas. Sogar Recycling. Diese schicken Promo-Clips haben einen Grund. Ziel ist es, das Bild oder Stigma, das national oder weltweit erzeugt wurde, umzukehren. Welches Bild? Naja, dass das Vrayam für Krieg, Verschwörung und Tod steht. Tatsache: Wer Vrayam einmal googelt, bekommt schnell den Eindruck, dass es sich nicht um ein traumhaftes Reiseziel handelt, sondern eher um so etwas wie die Welt von Narcos auf Netflix. Nur halt im echten Leben. Und nicht in Kolumbien, sondern in Peru. Geschätzt 60% des in Peru produzierten Kokains kommen aus dem Vrayam. Das weiße Pulver wird über illegale Routen in die ganze Welt exportiert. Auch nach Deutschland. Und hier liegt in puncto Kokskonsum nicht etwa Berlin, Hamburg oder Frankfurt vorne. Nein, Dortmund ist auf Platz 1. Die Stadt gilt als das Verteilerzentrum im Westen. Wissenschaftler haben die im Abwasser vorhandenen Drogenrückstände gemessen und daraus die konsumierte Menge ermittelt. Demnach hat sich Dortmund 2018 jeden Tag im Schnitt mehr als 1 Kilo Koks reingezogen. Und der Konsum ist über die letzten Jahre gestiegen. Was nicht nur Dortmunds, sondern die weltweite Gier nach Koks für eine Region wie das Brain bedeutet. Wie es dort aussieht, wer dort lebt und vor welchen Herausforderungen die Menschen in dieser Region stehen, das will ich herausfinden. Gemeinsam mit meinen Freunden Leonardo aus Kolumbien und Mirko aus Peru. 6 Augen sehen mehr als 2. Besser so, gerade hier im Brain. Wir starten in Ayacucho, einer Großstadt, die relativ nah am Brain liegt. Mit relativ nah meine ich 5 Autostunden entfernt. Auf Augenhöhe der Wolken fahren wir ins Tal. Der Weg ist abenteuerlich. Serpentinen ohne Ende. Tiefe Schluchten und fiese Schotterpisten. Und immer wieder Bauarbeiten. Fahrer Wilmer bringt uns trotz allem sicher ans Ziel. Gleich nach der Ankunft im Tal zeigt er uns das, worum sich hier alles dreht. Coca. Diese Pflanze hier. Nichts ist profitabler als Coca. Coca ist das Beste für den Bauern hier. Mit Coca machen wir Gewinn.
Wilmer ist nicht nur Fahrer, sondern baut auch selbst Koka an. Eigentlich wollten wir mit ihm ganz entspannt ein bisschen über den Anbau und die Lukrativität plauschen, aber als er ein paar unbekannte Leute sieht, unterbricht der 27-Jährige das Gespräch. Die denken vielleicht, dass ich etwas falsch mache. Macht dir das Angst? Klar, die Leute, die mich so sehen, die denken vielleicht, ich hätte was gemacht oder ich will mich bereichern. Aber offenbar könnten Fremde nicht nur Wilmer auf dem Kieker haben, sondern auch uns. Die könnten denken, dass ihr vom Staat seid, verdeckte Ermittler. Die können sich so einiges denken. Wenn ich euch nicht besser kennen würde, würde ich sogar denken, dass ihr verdeckte Polizisten seid. Wir wollen kein unnötiges Risiko eingehen und Wilmer auch nicht stressen. Es geht also weiter. Bis nach Kimbiri, das Herz des Vrain. Kimbiri liegt auf der einen Seite des Apurimak. Und auf der anderen Seite ist San Francisco. Naja, und die beiden Städte sind mit einer Art Golden Gate Bridge verbunden. Einer, der sich hier bestens auskennt, ist Radiomoderator Arturo Villar. Der 45-Jährige wurde hier geboren. Bis Mitte der 90er hat auch er Koka angebaut. Heute aber nicht mehr. Seit 5 Jahren macht er Radio. Jeden Tag. Von 4 bis 8 Uhr morgens. Seine Themen: Menschenrechte, Umwelt, Korruption und natürlich Koka. Die Leute suchen nach Möglichkeiten, nach einem Lebensunterhalt. Sie kommen aus den Bergen, von Ayacucho ins Brahim, und auf einem Stück Land pflanzen sie dann Koka. Und Koka wächst weiter. Niemand hält das auf. Stimmt. Wir sehen es, während wir durch das Tal fahren. Koka wird hier massenhaft angebaut. Laut den Vereinten Nationen sind es in Peru insgesamt rund 50.000 Hektar. Über 20.000 Hektar davon alleine im Vrain. Brandrodung im Tal, um noch mehr Platz für Plantagen zu schaffen, sehen wir überall. Damit die Pflanzen auch schön wachsen, kommen viele Bauern um den Einsatz von Pestiziden nicht herum. Koka fordert Mutter Erde einiges ab. Ein kleiner Exkurs. Koka, nicht zu verwechseln mit Kokain, ist legal in Peru. Die Pflanze gilt als heilig. Enthält unter anderem Kohlenhydrate, Calcium und Vitamine. Die Blätter kaufen und vermarkten darf nur das staatliche Unternehmen Enaco. Die getrockneten Blätter gibt's auf Märkten. Sie werden gekaut, insbesondere in der Andenregion, vor allem bei der Arbeit und weil sie auch gegen die Höhenkrankheit helfen sollen. Über die Blätter hinaus gibt's auch noch andere Produkte auf Basis der Pflanze. Koka-Tee, Koka-Likör, Koka-Mehl, Koka-Creme, Koka-Tröpfchen, Koka-Bonbons und ja, es gibt sogar Koka-Schokolade. Aus der Pflanze kann allerdings auch Kokain gewonnen werden. Das Rauschgift ist weltweit beliebt und in Deutschland kostet 1 Gramm, je nach Reinheitsgrad, bis zu 100 Euro. Die hohe Luftfeuchtigkeit im Brahim ist perfekt für den Koka-Anbau. Und das hier ist ein waschechter Koka-Bauer. Sebastian Leandro, 40 Jahre alt. Sein halbes Leben baut er schon Koka an. Er zeigt uns seine Setzlinge. So wird gepflanzt. Alle 20 cm ein Löchlein. Pärchenweise. So sollte man pflanzen. Später werden die Setzlinge auf die Plantage umgepflanzt. Alle einzeln, per Hand. In der Regensaison wird gepflanzt. Zum Beispiel im Januar oder Februar. Nach 7 bis 9 Monaten kannst du schon mit der Ernte beginnen. Geerntet wird alle 3 Monate, sobald wieder Blätter dran sind.
An wen verkaufst du die Blätter? Enaco kauft, wenn die Blätter richtig grün sind. Aber manchmal kann man die Blätter nicht so schön wegen des Wetters trocknen. Und dann kauft Enaco nicht. Dann musst du sie anderen geben. Und wer kauft sie dann? Es gibt Leute, die kommen vorbei und kaufen. Wie viel zahlen die? Im Moment sind es 100 Soles. Eine Arroba. Genau. Und Enaco? Enaco zahlt 80, 70, es ist weniger. Dann zahlen die anderen, die nicht Enaco sind, mehr. Was machen die denn mit den Blättern? Das ist wohl für die Posas de Maceración. Posas de Maceración. Das sind die Gruben in den Drogenküchen, in denen die Kokablätter in Chemikalien eingelegt werden. Ein paar Verarbeitungsschritte weiter wird dann aus legalem Koka illegales Kokain gewonnen. Und damit können die Drogenhändler eine Menge Geld verdienen. Und deshalb zahlen sie auch deutlich besser für die Blätter als Enaco. Sebastian sind die Posas de Maceración und das Koks egal. Er ist Bauer und verkauft sein Koka an den Meistbietenden. Das tut er, um seine Familie zu ernähren. Reich wird er dadurch sicherlich nicht. Wie lebst du hier? Hier ruhe ich mich aus. Da ist mein Bett. Hier esse ich zu Mittag. Ein bescheidenes Zuhause, rund 40 Minuten von Kimbiri entfernt. Wie heißt die Katze? Gringa. Warum Gringa? Blancona. Weil sie weiß ist. Bist du mit deiner Arbeit zufrieden? Sí, estoy. Ja, bien. Mir geht's gut. Die Koka-Ernte. Ein Knochenjob. Handschuhe gibt's nicht. Die Finger werden abgeklebt. Tun die Hände weh? Ja, das tut weh, man bekommt Blasen. 8 Stunden am Tag arbeitet Carmen auf einer Plantage, in der prallen Sonne. Wie viel verdient man hier am Tag? Kommt drauf an, wie viel du schaffst. So wie ich jetzt. Du schaffst wenig, dann zahlen sie wenig. Und wenn du viel schaffst? Wie viele Soles pro Tag? 30 Soles. 30 Soles, umgerechnet etwa 8 Euro am Tag. Einmal abgeerntet, sieht eine Plantage dann so aus. Die Blätter werden in großen Säcken gesammelt. Damit ist die Arbeit aber noch nicht vorbei. Der nächste Schritt ist das Trocknen. Vanessa zeigt uns, wie das geht. Schön durchmischen, damit die Sonne an jedes einzelne Blättchen kommt. Die getrockneten Blätter werden dann an Enaco verkauft. Oder halt an die Leute, die daraus Kokain machen. Koka wächst nicht nur auf den Plantagen im Braim, sondern sogar als Dekopflanze im Zentrum von Pichari. Einer kleinen Stadt, etwa eine halbe Stunde von Kimbiri und San Francisco entfernt. Mannshohe Koka-Blätter aus Beton stehen auf der Plaza. Daneben die typische Figur eines Koka-Bauern mit seiner Familie. Die heilige Pflanze ist omnipräsent in dieser Region. Was bedeutet das Koka-Blatt für dich? Das Koka-Blatt ist ein zentrales Element des Vral. Es ist sehr wichtig. Gesund und lecker. Ich würde Ihnen empfehlen, es zu probieren. Es ist ein heiliges Blatt, das uns unsere Großeltern hinterlassen haben. Und manchmal kauen wir es beim Arbeiten. Für mich bedeutet es, unsere Kinder zu ernähren. Das Koka-Blatt ist das Erbgut des Vral. Mit Vitaminen. Es ist keine Droge. Was wäre diese Gegend ohne Koka? Verdammt, das wäre nicht gut.
Wir leben hier wegen Coca. Die Menschen würden wegziehen. Wenn Coca verschwindet, wovon würden die Menschen dann leben? Es gibt keine Unternehmen, es gibt nichts, es gibt keine Fabriken. Es wäre eine Wüste hier, das würde keinen Sinn machen. Genau so sieht das auch Cheldo. Er heißt eigentlich Julian Perez. Cheldo ist sein Spitzname. Der 40-Jährige ist Chef des Verbandes der landwirtschaftlichen Produzenten im Vrajem, kurz FEPA Vrajem. Nach eigenen Angaben vertritt er rund 20.000 Coca-Bauern. Beim Interview ist sein Kollege Walter mit dabei. Er repräsentiert die indigene Community der Ashaninka innerhalb des Verbandes. Denn auch die Ashaninka bauen Coca an. Dass eine große Menge der Coca-Blätter im Tal zu Kokain weiterverarbeitet wird, das ist kein Geheimnis. Es stimmt. Wir können uns da nicht blind stellen, dass es im Vrajem eine Überproduktion an Coca gibt. Aber warum? Weil die Regierungen das zugelassen haben. Sie haben keine Verantwortung übernommen, sie haben es nicht kontrolliert und auch nicht gesagt, dass kein Coca mehr gepflanzt werden darf. Wir, der neue Vorstand der FEPA Vrajem, übernehmen Verantwortung und sagen der Regierung, dass wir unsere Coca-Anbauflächen reduzieren wollen. Aber mit Alternativen. Wir können Coca-Plantagen durch alternativen Anbau ersetzen. Kakao, Kaffee. Aber dafür muss es einen Markt geben. Das ist der Knackpunkt. Lohnende Alternativen zum Coca-Anbau. Und da tue der Staat nicht genug, meint Walter. Die Regierung würde einfach Coca-Plantagen zerstören. Eradicación heißt das. Die Regierung will die Pflanzen einfach ausreißen, sie töten. Das ist so, als ob sie uns unsere Vorfahren wegnehmen würden, unsere Abstammung. So empfinden wir das. Und was wären Walter und Cheldo für Coca-Bauer-Repräsentanten, wenn sie nicht auch selbst anbauen würden? Cheldo nimmt uns mit zu seiner Plantage. Allerdings nicht ohne einen Appell an uns. Denn er habe angeblich schon schlechte Erfahrungen mit Journalisten machen müssen. Ich bitte dich, verantwortlich zu sein. Wenn du dieses Material bei einer Veranstaltung oder in den sozialen Medien zeigst, dann zeig das, worüber wir gesprochen haben. Die Wahrheit. Cheldo gibt gerne Auskunft. Aber er ist genau wie unser Fahrer Wilmer am Anfang vorsichtig. Sind wir schon da? Ja, wir sind da. Coca, Coquita. Cheldo hat 2 Hektar Coca. Bei jeder Ernte holt er sich rund 80 Helferinnen und Helfer ran. Ich wäre wohl kein guter Kandidat dafür. Das hat sich ja schon auf der Plantage gezeigt, auf der wir Carmen getroffen haben. Mal sehen, versuch's mal. Fuerza. Mit Kraft. Jala. Ziehen. Mit Liebe. Con amor. Mit Liebe. Das ist zum Kauen, nicht für die Nase. Para la nariz. Nase ist das Stichwort. Und vom Coca, das ich hier sehe, geht kein einziges Blatt an die Narcos? Nein, kein einziges. Und das kannst du kontrollieren? Ja, natürlich kontrolliere ich das. Das sind ja nur 2 Hektar. Klar, wenn es mehr ist, dann kommt der Schwarzmarkt ins Spiel. Doch auch wenn seine Blätter offenbar nicht in den Drogenküchen landen, gilt das ja nicht automatisch auch für all die anderen Coca-Bauern, die er repräsentiert. Es geht zurück nach Pichari. Wir haben nämlich eine Verabredung. Im Rathaus. Guten Tag, meine Herren Journalisten von der internationalen Presse. Deutsche, richtig? Mein Name ist Maximo Orejón Cabezas und ich bin Bürgermeister der Gemeinde Pichari, Provinz La Convención in der Region Cusco. Übrigens, auch er, der Bürgermeister von Pichari, baut Coca an.
Eines der großen Probleme mit dem Kokain hier im Tal sei seiner Meinung nach die Einfuhr der Chemikalien, die die Narcos zum Herstellen der Droge benutzen. Ich denke, es muss ganz klar gesagt werden. Die Regierung muss strenger und härter die Kontrollen handhaben. Wie gelangen die ganzen Chemikalien für die Produktion ins Tal? Das müssen Tonnen sein, die hier ankommen, um dann Tonnen von Drogen herzustellen. Wie kommt das alles hierher, wenn es doch Kontrollen sowohl auf dem Land als auch auf dem Luftweg gibt? Die Frage ist, wie kommt das alles hierher? Und so sieht einer der drei Checkpoints auf den Straßen aus, die ins Vrajim hinein- und herausführen. Kommen hier die Chemikalien ins Tal und ein Teil des Kokains heraus? Wie gründlich die Fahrzeuge tatsächlich geprüft werden, das können wir nicht sagen. Wir erinnern uns an das Gespräch mit Arturo Villar von Radio Kimbiri. Der hatte eine klare Meinung dazu. Die Maßnahmen, die der Staat ergreift, also das Ausreißen der Pflanzen, die Polizeistationen, das Kontrollieren, inwiefern funktioniert das oder auch nicht? Es funktioniert nicht. Und warum? Wegen der Korruption. Es gibt Polizisten, die sich mit den Drogenhändlern zusammentun. Die nehmen den Drogen ab und handeln damit. Die Kontrollen, die du gesehen hast, sind offen gesagt eine Farce. Da wird nichts kontrolliert. Die großen Drogenhändler bestechen, dann fährst du einfach durch. Die gepackt werden, sind die kleinen Rucksackträger, die 2-3 Kilo dabei haben. Das ist die Realität. Korruptionsgeschichten im Vrajim gibt's ohne Ende. Ohne Ende gibt's auch Militär und Polizei. Das Militär in der Region wird für die Bekämpfung der Guerilla-Gruppe Sendero Luminoso eingesetzt. Der leuchtende Pfad hat vor allen Dingen in den 80ern Terror übers Land gebracht. Einige übrig gebliebene Mitglieder sind allerdings auch heute noch in der Region aktiv. Gegen die, aber auch gegen den Drogenhandel, kämpfen die Soldaten. Und mit insgesamt 29 Revieren ist auch die Polizei im Vrajim stark vertreten. Über 1000 Beamte sorgen im Tal nicht nur für die Sicherheit der Bürger, sondern befinden sich auch im Konflikt mit den Narcos. Bei der Polizei wollen wir nachfragen, wie der Kampf gegen das Koks im Tal funktioniert. Nach einigen Anläufen und langem Warten ist es soweit. Unsere Interviewanfrage wurde autorisiert und wir treffen General Guerrero. Der 57-Jährige ist der Chef der Polizei im Vrajim. Er gibt uns zu verstehen, hier Polizist zu sein, das ist ein Vollzeitjob. Der Geheimdienst arbeitet ständig und liefert Infos und sofort sind die spezialisierten Teams draußen. Wir nehmen pausenlos Leute fest, die in den Drogenhandel verwickelt sind. Sowohl diejenigen, die in den illegalen Labors produzieren, als auch diejenigen, die die Drogen transportieren. Menschen, Pferde, Fahrzeuge, ganz unterschiedliche Transportmittel. Es ist ein ständiger Kampf. Außerdem gäbe es unterschiedliche Faktoren, die den Kampf gegen die Narcos so schwierig machen würden. Das Tal ist schwer zugänglich. Das ist ziemlich kompliziert. Zudem sind die Drogenhändler in Familienclans organisiert. Man tut sich zusammen, um Drogen aufzukaufen und um Labore zu betreiben. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass heute ein Labor für eine bestimmte Drogenmenge betrieben wird. Das verschwindet dann und dann kommt das nächste und so weiter. Das hört sich nach einem Kampf gegen Windmühlen an. Und auch wenn der General sagt, dass die Coca-Bauern keine Staatsfeinde seien, nimmt er sie doch auch in die Pflicht. Es gibt Tausende und Abertausende Menschen auf der Welt, die kein Coca anbauen und trotzdem leben. Wir müssen also auch die kulturelle Wahrnehmung ändern, die die Coca-Bauern haben. 90% der Landwirte hier widmen sich der Coca-Pflanze. La hoja de coca está siendo vendida
Einige Blätter werden an eine staatliche Einrichtung verkauft, andere werden jedoch in den illegalen Drogenhandel umgeleitet. Die Leute sehen auf der einen Seite die Coca-Bauern und uns auf der anderen Seite gegen den Drogenhandel. Kann sein, dass das der Grund ist, warum wir hier keinen guten Ruf haben. Das ist leider so. Viele, mit denen wir im Vrajem gesprochen haben, halten nicht viel von der Arbeit der Polizei oder des Militärs. Das Material des Interviews wollen die Beamten nach dem Dreh übrigens haben. Wohl eine Kontrollmaßnahme. Wir spielen es auf einen Rechner im Revier. Gegen das Koks kämpft außer der Polizei und dem Militär auch DEVIDA, die nationale Drogenbekämpfungsbehörde in Peru, die übrigens auch von der EU gefördert wird. Als Teil ihrer Strategie gegen Drogen macht DEVIDA großflächig Coca-Plantagen platt. Die schon erwähnte Eradicación. Dass die Coca-Bauern davon so gar nichts halten, liegt auf der Hand. So sehen angeblich Plantagen aus, nachdem DEVIDA dort gewesen ist. Das Video hat uns Cheldo zugeschickt. Wir waren nicht vor Ort. Dafür aber bei der Versammlung der wütenden Coca-Bauern tags darauf. Natürlich ist Cheldo auch dort. Die ohnehin schon aufgebrachten Bauern werden noch weiter aufgestachelt. Gestern, vorgestern haben sie angefangen, Coca auszureißen. Sie haben nicht nur Präsenz gezeigt oder trainiert, sie haben 5 bis 6 Hektar Coca ausgerissen. Das ist eine Tatsache. Die Eradicación ist im Brahim. Zeit für ein Gespräch mit DEVIDA. Also Zeit haben wir, aber die Verantwortlichen der Organisation offenbar nicht. Nach mehrfachem Nachfragen im DEVIDA-Büro in Pichari und einer Mail an den Kommunikationschef bekommen wir schließlich eine schriftliche Absage. Man könne derzeit keinen Termin einrichten. Schade eigentlich, wir hätten gerne mit jemandem von DEVIDA gesprochen. Nicht nur über die Eradicación, sondern auch über die anderen Projekte der Organisation im Kampf gegen die Drogen. Zum Beispiel die Alternativen zum Coca-Anbau, über die wir schon mit Cheldo gesprochen hatten. Davon gibt's im Tal so einige. Und die Produkte dieses Anbaus werden unter anderem auf der Expo Vrajem in Ayacucho angeboten. DEVIDA rührt hier ordentlich die Werbetrommel für die Alternativen Made in Vrajem. Wer für 50 Soles, also für rund 13,50 Euro einkauft, bekommt eine Tasse geschenkt. Klassische Coca-Alternativen im Vrajem sind zum Beispiel Kakao. Hier eine Plantage. Oder Ananas. Frisch. Lecker. Bei einer Veranstaltung im Rathaus in Kibiri soll den Bauern der Anbau schmackhaft gemacht werden. Richtig interessiert wirkt hier aber niemand. Auch wenn es gratis Ananasnektar am Eingang gibt. Eine weitere Coca-Alternative ist Kaffee. Das ist diese Pflanze hier. Kaffee kennen wir aber eigentlich nur so. Ein Getränk, ohne dass morgens nichts läuft. Und er serviert nicht nur Kaffee, sondern baut ihn auch an. Policarpio Guanaco Quispe, 52 Jahre alt und mächtig stolz auf seine Bohnen. Beim Anbau greift ihm der Staat finanziell unter die Arme, sagt er uns. Aber das reiche nicht. Hier im Brahim müsste es eine große Industrie geben. Für Kaffee zum Beispiel, aber auch für Kakao brauchen wir richtige Maschinen. Wir wollen den Kaffee exportieren. Grünes Gold. Es ist notwendig, dass die Regierung hier investiert. Mit anderen Worten, Kaffee und Co. sind zwar Alternativen zu Coca, aber eben keine lohnenden. Zumindest noch nicht. Denn auch Policarpio hat neben seiner Kaffee eine, ist ja klar, Coca-Plantage. Wir haben mit vielen Menschen im Vrajem gesprochen. Wir haben viel gesehen. Wir haben ohne Ende Kilometer geschrubbt. Und manchmal sind wir dabei auch an unsere Grenzen gekommen. Unser Eindruck vom Vrajem war intensiv, Umfang und aufschlussreich. Die steigende Koksnachfrage in Dortmund, Deutschland und der Welt
bedeutet für das Vraim wahrscheinlich mehr Koka-Anbau, eine höhere Chemikalieneinfuhr und folglich natürlich eine steigende Kokainproduktion. Das Tal ist trotzdem nicht die Hölle auf Erden. Ein Paradies ist es allerdings auch nicht, auch wenn manche Ecken echt paradiesisch wirken. Die meisten Menschen, die wir hier getroffen haben, sind nett. Viele leben in einfachen Verhältnissen. So ziemlich alle sind im Koka, aber nicht zwangsläufig im Kokain-Business. Die Bauern möchten über die Runden kommen und ihre Familien ernähren. Die 100 Euro für ein einziges Gramm vom weißen Pulver, die kommen sicherlich nicht beim Landwirt oder bei der Infrastruktur im Vraim an. Hier, wo auch mal 12 Stunden lang der Strom ausfällt und das Abendessen im Schnellimbiss dadurch zum Candlelight-Dinner wird. Trotz der Alternativen ist für viele im Vraim der Koka-Anbau alternativlos. Wenn es einen Markt gibt und einen amerikanischen oder europäischen Konsumenten, der sich teures Koks reinzieht, dann werden die Leute hier weiter Koka anbauen, auch wenn es auf der Spitze des Berges sein muss. Wir verkaufen, weil wir müssen. Die Regierung soll nach einer legalen Alternative suchen und besser zahlen. Wenn die nationale Regierung in Straßen investieren würde, in den Zugang von Machu Picchu zum Vraim, wäre das sicherlich eine alternative Touristenroute. Dann gäbe es mehr Tourismus und eine bessere wirtschaftliche Entwicklung. Die Menschen würden dann vielleicht nicht mehr Koka pflanzen, sondern Restaurants und Hotels bauen. Da ist die Mitverantwortung der Regierung. Die soll ihre Arbeit machen, gegen den Drogenhandel und gegen die Chemikalieneinfuhr vorgehen und so weiter. Und wir halten uns an die Reduzierung unserer Koka-Anbauflächen. Was wäre, wenn niemand auf der Welt Kokain kaufen würde? Das wäre wohl die beste Lösung.